Und hier haben wir einen Plombier Eiskaffee. In Nutisco A haben wir. Holländische Pfannkuchen. Mit den besten Kaffees, die man sich so gönnen kann. Neuen Video von uns beiden. England, Bruder. Freunde, heute werden wir den ganzen Tag. Klang nur Dinge essen, die wir sonst noch probiert haben. AKA, es wird wieder einiges an Essen geben, was nicht so nicht, weil wir es nicht probiert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ihr es auch noch nie probiert habt. Vielleicht wie ihr habt das noch nie probiert. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt ins Video rein. Go. Jeder sollte eigentlich Plombier kennen. Das russische Eis ist einfach nur ein wundervoller Snack. Schmeckt ganz anders als italienisches Eis oder anderes Eis, was ihr sonst herkömmlich kennt. Genuss. Und hier haben wir einen Eiskaffee. Eiskaffee. Ich habe schon öfter gesehen von Herrn Dovgan, natürlich an der Stelle. Aber so habe ich es noch nie probiert. Und deswegen würde ich sagen, ich schütte das Ganze direkt mal rein. Wir sind gerade auch schon fertig Training. Es knispert, twistert. Genau, das heute. Heißt aber nicht, dass ihr... Heute stand Push auf dem Programm oder was wolltest du sagen? Genau. War eine tolle Einheit, anstrengend, aber jetzt erst Eiskaffee zur Stärkung. Es riecht wundervoll, es riecht sehr, sehr kaffeelastig. Schön. Ich schaue nicht, wie viel Zucker das hat und schätze dann einfach mal. Bismillah. 2 Gramm Zucker, sage ich. Schmeckt aber echt sehr, also diese Kaffeenote kommt richtig geil raus. Und es ist nicht perfekt so für einen Eiskaffee. Würde ich sagen. Geht natürlich nicht. Auch ein Eiskaffee, aber diesmal von Dr. Oetker, ein High Protein Eiskaffee. Latte Macchiato. Latte Macchiato. In Nutisco A haben wir. Da haben wir 20 Gramm Eiweiß pro Becher. Ist schon ordentlich, muss ich sagen. Ich schätze jetzt gleich auch, wie viel Zucker der hat. Ich werde es jetzt noch nicht gucken. So. Ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ob das jetzt zu krass nach Eiweiß schmeckt und man das nicht mehr rausschmeckt, dass es ein geiler Eiskaffee ist. Oder ob die das gut hinbekommen haben. Riecht auf jeden Fall ein Kaffeegenuss. Wenn man alles abmacht, übel Schiss, dass es einfach rausläuft. Aber rein damit, Bismillah. Freunde, das schmeckt echt gut. Schön diese bittere Note vom Kaffee einfach. Also man würde jetzt nicht schmecken, dass hier Eiweiß drin ist. Lava. Und die Trinköffnung gefällt mir wirklich. So wie bei, als man ein Baby war, mit kleinen Trinkdingern. Ja, Mann. Ich schätze, der hat so 3 bis 4 Gramm Sugar? Zucker. 4 Gramm Zucker. Oh, oh, oh. Freunde, natürlich haben wir. Und zwar haben wir hier Poffertjes. Poffertjes! Poffertjes! Aus Holland. Aus Goland haben wir Poffertjes. Importgeschirr. Das sind nämlich holländische Pfannkuchen, so wie Mini. Ich das hier verstehe. Mini-Pfannkuchen. Mini-Pfannkuchen. Und die haben mich echt angeschaut, Arthur haben die angeschaut, dann haben wir uns gegenseitig angeschaut dann und haben uns gedacht. Hallo gesagt und die mitgenommen. Ja, haben wir uns gedacht, komm doch mal mit. Wir verstehen uns so gut. Jetzt sind wir drauf, dass man das 4 Minuten in den Ofen reinfetzen sollte, aber. Wir haben hier leider im Auto keinen Ofen. Deswegen essen wir die einfach so. Genau. So wie die machen aufkriegen. Das wäre die Voraussetzung, um die Dinger zu essen. Hab ich geschafft. Ja? Ja. Schön. Mmh, Pfannkuchenhaftig. Ja, nicht zu süß, ein Fluss, nicht zu süß. Doch, schmecken wir ein Stückchen. Auf 100, 17 Fett, 28 Carbs, 6 Carbs. Das hier ist eine 8 von 10. Auch 8 von 10. Das ist auch eine 8 von 10. 8 von 10. Also, wir sind schon mal gut reingegangen, Freunde. Seid gespannt, was wir noch so essen werden, was wir sonst noch nie probiert haben. Ja. Ist auf jeden Fall einiges. Auch sehr, sehr nice für an der Stelle. So, Familie, mit Gustavo Gusto Pizzen. Aber nicht die Stadt Gustavo Gusto Pizzen, sondern die extra luftigen Gustavo Gusto Pizzen. Die sind ein bisschen günstiger, weil die auch ein bisschen kleiner sind. Das Packaging hier finde ich sehr, sehr schön, weil es stellt nochmal dar, dass die Pizzen wirklich luftig am Rand sind. Extrem gespannt, wie das Ganze am Ende aussehen wird, weil wir finden, die Gustavo Gusto Pizzen sind auf jeden Fall mit die besten TK-Pizzen, die man sich so gönnen kann. Und deswegen sind wir gespannt, wie diese extra luftige Version hier ist. Wir haben einmal Margarita und einmal Fungi. Ja. Sieht so ein bisschen napoletanisch aus, so von, von dem Rand her jetzt ein bisschen, dass es so ultra fluffig ist, in der Mitte dann so schön dünn. Ich bin auch extrem gespannt, wie es der schmecken wird. Ne? Very, very exciting news we brought to you. Yeah.
tell the truth, I don't want to sign a 20. So, die Pizza sieht auf jeden Fall schon mal sehr köstlich aus. Wir sehen hier auch den Rand, der ist etwas luftig. Luftig ja, gestaltet. Knusprig ne? Auch, Freunde. Hier die zweite. Mit den 849 Pilzen. Ja, schauen wir mal, ob die gut kommen. Schauen wir mal. Riecht auf jeden Fall schon mal köstlich. Professionell. Mit der Linkshänderschere. Aber mit rechts können nur die wenigsten. Es sieht wie eine klassische kleine Pizza. Lecker, lecker. Ich könnte das Ganze erwärmen. Und das Ganze Mund wird, denn man sieht auch Luft und Liebe. Mehr braucht es nicht für Schmetterlinge im Bauch. Deshalb verwenden wir für diese Pizza auch Lieviet vom traditionellen Sauerzweig nach italienischer Art, der den Rand so herrlich macht. Und die Liebe steckt bei uns in der Mer, in der Machart. Oh, immer hart. Machart. Machart, Machart. So. Taste, taste. Taste in! Family and friends. Erstmal den Rand. Ja. Der Rand ist echt gut. Der ist schön zart. So. Eine Schicht. Hast du auch dein T-Shirt auf? Einfach eine tolle Nummer. Schmeckt echt. Muss ich wirklich sagen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jetzt gerade diese Fungi-Pizza schmeckt richtig, richtig lecker. Und die Fungi ist drauf, muss ich ehrlich sagen. Nicht zu viel? Nein. Daran, dass man unbedingt eine TK-Pizza hat. Ihr kennt das ja, wenn man eine TK-Pizza isst, das ist so immer diese eigene Konsistenz ist. Die sind auch nicht schlecht, aber das ist halt nochmal ein anderer Vibe als eine Pizza aus dem Restaurant. Und hier habt ihr halt wirklich fast das Feeling, wie wenn ihr eine Pizza einfach bestellen würdet. So ungefähr kann sich das vorstellen. Guter Crunch. Was auch wichtig immer. Ja, probier mal. Ja. Das ist so von schwarz ist, aber nur so minimal, sprich, dass das wirklich stoffmäßig ist. Für TK. TK Pizza Skala 0,5. Safe. 100 Pro. Cineminis, aber niemand kennt Cinemini. Was niemand kennt's, Freunde. Wieso? Nicht mal du, auch wenn du das schon gesehen hast. Äpfelcrunch. Wir kennen es auf jeden Fall auch noch nicht. Wir kennen nur diese Churros von Cineminis. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr geil. Deswegen haben wir uns bei denen hier auch gucken wir mal, wie das heißt. Genau, nochmal kurz zur Erklärung. Das ist einfach so, das sind Cineminis gefüllt mit Apfelzimt, glaube ich. So crememäßig. Also so wie Nougatpilzchen mit Apfelzimt. Genau, und ihr wisst ja, Freunde, nach was Salzigem kommt selbstverständlich was Süßes. Deshalb gibt es jetzt auch dieses Cineminis direkt nach den Pizzen. Die waren jetzt auch nicht extrem sättigend, Freunde. Die waren jetzt nicht so. Das war ja eher eine Option, wenn wir ehrlich sind. Ja, das ist schon eine Kinderportion gewesen. Muss man echt sagen. Tschüss. Frisch mit der Milch, mit dem Crunch. Auch hier an dieser ich muss nochmal probieren. Hat schon was, Willi muss erst noch gucken, ob ich da weiter was sage. Okay, okay. Sind Cineminis und deswegen bin ich hier gespannt, wie krass der Cinemini-Geschmack durchkommt oder ob das jetzt komplett was anderes ist. Na? Jetzt kann man beide filmen. Minimal nach Cinemini, dieses Außen, wenn man drauf ist. So diese. Dieser Rand. Genau, aber es ist was komplett anderes. Ich denke, das ist halt auch auf Weihnachten angelehnt. So Zimt mit Apfel kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Also Cineminis Original sind deutlich besser. Oder diese Churro-Dinger sind auch geil, sind wenn man mal was geil. Anderes will. Aber ja, es halt, schmeckt das so. Kann man machen so, wenn man Nougat-Bits übelst feiert und mal was anderes will als Füllung. Geht. Ja. Aber so besonders. Aber ist okay. Ist also okay. Ist kein Fehlkauf. Ist schon, nee, schon lecker. Ist okay. 10 bis 15 Minuten in ein Wasserbad oder 2 bis 3 Minuten in die Mikrowave. In der Microwave. Freunde, wir haben nämlich Curry King in vegan gefunden. Oder Veggie. Doch vegan. Nee, vegetarisch. Vegetarisch. Nicht eine vegane Runde als nächstes geben. Dann haben wir hier noch diese Carazza vom Beefy. Hast du gerade gesagt, es wird eine vegane Runde geben, obwohl wir gerade gesagt haben, es ist vegetarisch? Ja. Du spinnst. Und vegetarisch. Und als nächstes Beefy Rolls. Wir sind sehr gespannt, kennen natürlich alle Produkte so. Und gespannt, was hier so vegetarisch kann. Ne?
Mhm. Sieht das so aus hier? Klasse. Pure Power. Klar. Heiß? Ich hab nur Pulver. Ah. Deswegen muss ich noch. Ja. Mhm. Was sagst du denn hier mal zum Geschmack? Ist das was anderes? Es schmeckt zu eins genau gleich wie das Original. Die Konsistenz ist halt mal anders. Also man merkt, dass es keine wirkliche Bratwurst ist so. Aber die Soße ist dieselbe. Die Currypulver ist eins zu eins dasselbe. Deswegen weicht das gar nicht mal so vom Original ab. Vegetar auf jeden Fall mal machen. Kann man mal machen. Deswegen lieber doch eher nicht. Ist so. Was willst du denn machen? Bitte. Damen und Herren. Mal aufreißen oder einfach richtig reinbeißen? Wie du magst. So. Soße oder Käse. Und so ein Tomatenmark. Und so ein Wurst. Let's taste. Bismillah. Ist nichts Besonderes. Nicht extrem lecker. Bisschen trocken. Aber kann ich sagen, dass es schlecht ist. Ich würde sagen, eine 6,5. Ist so eine 7,5. Wenn man so machen würde. Juiciness. Ja, 7. Source of Protein hat er nie auf 100. Das ist frech, dass man dann sagt Source of Protein. Gelungen ist es nicht, aber das Verhältnis ist natürlich grottenschlecht. Ja. Das Ding hier. Da fehlt das Fett von dem Fleisch, dieses Fleischfett. Von allen Sachen ist dann das, dann das. Ja. Mahlzeiten, die nicht so viel Eiweiß haben, machen wir das eigentlich immer so, dass wir danach einen schönen Clearway-Shake einfach reinfetzen. Hier zum Beispiel im Geschmack Apfel. Dann gibt es noch Orange, Mango, Pfirsich. Aktuell fahre ich eigentlich jeden Geschmack davon. Die schmecken einfach so smooth. Eiweiß, was nach Limonade schmeckt, ist einfach ein Träumchen. Ansonsten gibt es das hier nach dem Training, Freunde. Das hat zwar damit nichts zu tun, aber ich will euch ein paar Subs zeigen, denn Prozis hat eine Supplements, die preis-leistungstechnisch fast unschlagbar auf dem Markt sind. Wir haben hier auch irgendwo Aschwanden rumliegen. Ich kann es gerade nicht finden, aber sehr schnell. Ein sehr, sehr, sehr geiles Supplement, was relativ günstig bei Prozis ist. Und aktuell läuft ja ein Deal bis Mitte nächsten Monats. Wenn ihr jetzt bei Prozis bestellt mit unserem Code Engel, dann könnt ihr bis zu gewinnen, und zwar einen 100€ Prozis-Gutschein, aka ihr werdet for free quasi eure nächste Bestellung machen. Deswegen checkt auf jeden Fall Prozis ab für neue Supplements. Wenn ihr gut sparen wollt, vergesst den Code Engel nicht und viel Erfolg beim Gewinnspiel. War's okay? So, Freunde, sehr wichtig. Schokolade immer, immer, immer kalt lagern. Und zwar haben wir hier so Erdnuss Butter Cookies gefunden. Mal gucken, wie die sind. Was? Test mal. Bismillah. Mit Crunch habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist nix. Noch nie sowas gegessen. Würde ich auch nicht. Sehr knusprig. Sehr, sehr knusprig, und außen habt ihr so eine leichte Schokostich, leicht mit Peanut Butter oben drauf. Schmeckt sehr, sehr gut. Mhm. Und ist auch nicht zu dominant, die Peanut Butter. Mhm. Gefällt mir. Stabil 8 von 10. Ja. Mhm. Vergesst nicht, ihr könnt, wenn ihr bei Pros bis Mitte Oktober, einen 100€ Gutschein gewinnen. Das heißt, ihr könnt danach, wenn ihr uns noch unterstützen wollt, wir hoffen euch, dass ihr lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, was ihr von uns sehen wollt. Abo nicht vergessen, Freunde. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Peace.